Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und habe heute endlich mal wieder ein Diamond Painting Unboxing und Review für euch. Ich werde nämlich am Ende des Videos dieses Bild kurz anfangen, um euch auch gleich sagen zu können, wie die Qualität der Steine und alles ist. Ja, und dann fangen wir gleich an am besten. Also, der Laden, bei dem ich das gekauft habe, heißt Sophie Beauty Official Store. Es ist ein Bild mit viereckigen Steinen, weil es immer noch meine Lieblingsform ist. 40x50 ist das Ganze groß, hat 12,20 Euro gekostet. Ich finde, das ist ein super Preis. Ich habe es am 16. Januar bestellt, das war noch während der chinesischen Neujahrsferien. Und ich habe es trotzdem innerhalb von 4 Wochen bekommen. Also wahrscheinlich wäre es ansonsten sogar noch schneller da. Und ich möchte an dieser Stelle, während ich dieses wunderbare Paket aufmache, alleine wenn man das Paket schon sieht, macht das irgendwie glücklich, finde ich, möchte ich auf den Kanal von Dutch Dog Diamond Painting verweisen. Das ist der Kanal von Diddy und sie macht zwar Videos auf Englisch, aber manche von euch schauen ja bestimmt auch englische Videos. Und auf ihrem Kanal habe ich dieses Bild gesehen und fand das total toll, weil das in dieser Größe sehr gut rauszukommen scheint. Und dann habe ich mir das Blatt auch einfach nachgekauft. So, das sind die Kartons wohl von Sophie Beauty Official Store. Sehr schön, es ist mal nicht rosa. Das gefällt mir persönlich gut. Das Ganze, der Karton ist in super Zustand. Ich suche jetzt gerade mal. Es ist alles offen, nicht zugeklebt. Oh, sehr schön. So könnt ihr mal reinschauen. Wir haben die Leinwand und das Toolkit mit einem weißen Tray. Wobei, also viele mögen die weißen, ich mag die persönlich nicht so. Von der Form her. Und das sind die Steine. So, und jetzt kann ich euch auch zeigen. Das ist das Bild. Finde ich sehr schön, dass es da so groß abgebildet ist. Das sieht man auch nicht mehr so oft bei den Diamond Painting Kits. Ich hole das jetzt mal raus. Oh, allein dieser Anblick. So. Diese Dame fand ich total schön. Und hier hat auch schon jemand manuell das Inventar kontrolliert. Das werden wir gleich im Turbo-Durchlauf auch noch zusammen machen. Meine zweite Lampe ist leider ausgefallen, deswegen gibt es heute stärkere Schatten als sonst. Aber ich hoffe, das geht trotzdem. Diese Farbe. Das ist wunderschön. So, die gucken wir uns jetzt gleich genau an. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Bild aussieht. Ich habe auch schon wieder ganz viel für euch am Start. Es werden einige Videos endlich wieder kommen. Ich bin jetzt nur gerade einfach persönlich mit Sticken beschäftigt, tatsächlich mehr als mit Diamond Painting. Und deswegen kommen jetzt gerade vermehrt Stickvideos. Ich bin so wagemutig. Hier ist so ein Tesafilm drumherum. Und ritze das ohne jeglichen Druck an. Und dann geht es auch. Und ja, ich stick gerade einfach total viel und mache da eben die Videos.
deswegen komme ich nicht so viel dazu, die Diamond Painting Videos zu machen. So. 30x40, das hatte mir unter eins der ersten Videos hat mir jemand das auch drunter geschrieben, dass 30x40 ihre Lieblingsgröße ist. Und ich kann da wirklich nur zustimmen. Muss mal gucken. Ah, ein bisschen geht noch. Ich muss da wirklich zustimmen. Also für mich ist das inzwischen auch eine wunderschöne Größe. So. Die Leinwand sieht an sich super aus. Wie viele Farben haben wir denn? Wir haben 44 Farben. So. Das ist jetzt... Ja, das ist oben, okay. Ihr könnt sie von so weit weg, von oben jetzt wunderbar sehen. Und weiter traue ich mich jetzt nicht abzuziehen, sonst kriege ich das nie wieder zurück. Aber schaut euch mal, also das Gesicht und die Augen, ich finde für 40x50, meinte ich ja auch, 40x50 ist eine gute Größe. Also ich finde, für die Größe sieht es großartig aus. Man erkennt hier wunderbar die Blumen im Haar und die Federn, die hier so runterhängen und eben gerade ihre Augen. Und ich finde auch die Gesichtsschattierung sieht sehr schön aus. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich sehe ja auch so einzelne Pixel. Also hier hat man auch mehr Konfetti, sagt man im Stickjargon, so schön zu vielen unterschiedlichen Farben in einem Bereich, wenn da jedes Pixel irgendwie eine andere Farbe hat. Mir macht das persönlich nichts aus. Ich finde, das macht einfach ein schöneres Ergebnis, gerade bei so eher realistischen Motiven. So. Und die meisten von euch wissen das schon. So kann man auch die Leinwand glätten, indem man, das geht aber nur bei diesen Papierüberziehungspapieren. Oh Mann, ich bin total neben mir heute. Egal. Damit, wenn man das einmal abzieht und dann glatt streicht, dann glättet sich die Leinwand. Und hier sieht man auch nochmal, das Gesicht sieht großartig aus. Die Leinwand klebt wunderbar, sieht wunderbar aus. Die Symbole sind gut. Klassische Sticksymbole. Alles in Ordnung. Ich glaube sogar, das sind die Symbole, die auch Huaken benutzt, so wie ich das sehe. Aber so sind auch viele Stickmuster immer hergestellt. Das ist irgendein bestimmtes Programm, was dieses Set an Symbolen bei der Konvertierung voreingestellt hat. So, das war die Leinwand. Ich freue mich sehr, weil dieses schöne Mädchen wird auf jeden Fall auch in meiner Wand mal Platz nehmen dürfen. Dann kontrollieren wir jetzt die Steine. Ich habe ja immer das System. Ich gucke jetzt mal. Okay. Die haben jetzt hier keine Beutel angegeben. Also. Ich zeige das auch nur, weil ich in den Diamond Painting Gruppen bin und da auch immer wieder so Fragen kommen. Also, hier haben wir einfach die Nummer zum Durchzählen, hier haben wir das Symbol. Diese Nummer, wenn Nummer dran steht, das ist diese DMC-Nummer, das ist einfach die Kennnummer für die Farbe. Welche Farbe das ist, die gleichen sich meistens. Und also eigentlich 99,9% der Diamond Painting Hersteller benutzen DMC-Nummern zur Wiedererkennung der Farbe. Und jetzt haben wir hier QTY, das ist Quantity.
Und normalerweise steht hier, wie viele Beutel das sein müssen. Hier stehen jetzt aber, wie viele einzelne Steine wir brauchen. Das bedeutet, es wird ein bisschen umständlicher. Ich habe jetzt natürlich... Ah doch, ich habe meinen Stift hier. So. Ich mache das jetzt persönlich folgendermaßen. Ein Paket, ich schreibe es euch hier oben mal hin. Das wird jetzt auf dem Kopf sein, aber ich drehe es um beim Schneiden. So, Schnitt leer, bitte dreh das Video ab hier um. So. Also, ein Paket gleich 200 Steine. Das bedeutet, weil hier sind... Ah, blöder Autofokus. So. Das bedeutet, der Einfachheit halber schreibe ich mir jetzt hier die Zahlen auf. Hier sind 600. Das bedeutet, ich brauche 3 sind 600. Das heißt, ich brauche 4 Pakete. Also alles über 600. Mache ich hier mal durch. 4. So, dann habe ich hier 800, das heißt, ich brauche 5 für alles zwischen 800 und 1000. 5. Okay, für alles zwischen 600 und 800, das heißt, 700er brauche ich auch. 4. 700er, hier brauche ich 5. Dann 1200 sind aber 1400 eigentlich. Das heißt, ich brauche 5. 6, 7 und hier brauche ich 8, weil es über 400 ist. So, okay, ich habe jetzt das in Beutel umgerechnet und ich sag zu dem ganzen Inventarzeug auch gleich nochmal was. Da gab es nämlich neulich eine Unterhaltung auf Facebook drüber. So. Holen wir mal die schönen Steine raus. Okay. Die große Zahl war die 939 und es waren die 19 Pakete, die ich hier ausgerechnet habe. Die kann ich gar nicht kontrollieren. Die wurden hier abgemessen. Da muss man einfach drauf vertrauen. Ich markiere das schon mal. Und ich lege die Sachen, die ich gezählt habe, einfach wieder zurück in die Tüte. So. Ich sortiere das total gerne vor. Das habe ich auch schon bei meinem anderen Sortiervideo gemacht. Und zwar suche ich mir die Einzelschicksale raus und tue die auf einen Haufen. Hier haben die irgendwie so ein... Das ist ja schon ein bisschen abenteuerlich. Was ist denn 498? Wie sind die wenigstens? Ah, okay, das waren nur 96, die man da gebraucht hat. Okay, das wird schon passen. Okay, ich muss jetzt, ich sag jetzt mal kurz zum Überblick was. Es sieht nach einem ziemlichen fröhlichen Mischmasch aus. Also gerade diese Einzeltüten und die Zahlen sind teilweise auch unterschiedlich. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Und ich gehe jetzt hier mal kurz durch. Das Gute ist, die sind nach DMC-Nummern angeordnet. Das sind die Nummern, die dann hier auch draufstehen. Und dann kann man die ziemlich einfach finden. Also ich hätte das jetzt nicht mal sortieren müssen, aber ich sortiere halt auch einfach gerne. Und ich markiere mir jetzt hier diese Zeile, wo die Nummer drin steht. Dann kann ich nachher in der Übersicht schön sehen, ob irgendwas fehlt. Hier hatte ich die 939. Könnte eigentlich, das mache ich normalerweise auch ganz gerne. Ach, das ist gar nicht, das ist gar kein Ziplock, schade. Ich schiebe das hier mal kurz ein. Also mir gefällt es nicht, weil ich finde, hier aus diesem, in dieses schmale Ding, wenn man da zu viele Steine hat, dann fallen die hier raus, wenn man das zurückschüttet. Das gefällt mir nicht so.
so ein paar Beutelchen. Die Pinzette ist tatsächlich ganz okay dafür, dass sie so... Also ich hatte schon schlechtere, aber naja. Was heißt das schon? Klassischer Diamond Painting Stift. Brauche ich eigentlich ja auch nicht mehr. Und Wachs. So. Dann tue ich nämlich die einzelnen Teile jetzt hier in die Tüte rein. Dann habe ich die ein bisschen separat. Dann gehen die nicht so verloren. So, je besser man in dieser großen Tasche da organisiert ist, desto besser findet man sich später zurecht. 3, 3, 2, 8. So, 4, 8, 9. 4, 9, 8. So was. Also, ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren, aber ich kann nebenher noch mal was sagen. Zum Thema, wie sinnvoll ist es, dieses Inventar zu machen? Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Die einen sagen, ja, also wenn man eben jetzt hier eine Tüte findet, die fehlt, dann kann man das gleich dem Händler schreiben und kriegt dann gleich Ersatz. Und wenn man das Bild nicht gleich anfangen möchte, dann hat man, kriegt man eben in 4 Wochen die Ersatztüten und 3, 8, 9. Genau, kriegt man die Ersatztüten und dann ist es gar kein Thema. Die eigentlich jeder Händler, wenn euch was fehlt und ihr dem schreibt, hey, mir fehlt Farbe so und so, schickt euch sofort was nach. 1. Die Steine sehen übrigens gut aus. Mal nebenbei, aber ich fange es auch gleich an. Ich bin heute total durcheinander. Tut mir leid, wenn es alles völlig durcheinander ist. So. Also, ihr könnt euch die Steine, die fehlen, wenn ihr das alles geprüft habt, einfach vom Händler holen. Und manche Leute sagen dann einfach, ja, mir egal, ich kann irgendwie für 50 Cent mir so eine Tüte sogar in Deutschland bestellen oder frag mich nicht wo, ich musste das noch nie machen, weil ich das immer mit dem Händler ausmache. Okay, hier ist eine abgefallen. Ah, die hier gehören zusammen. 161. 4 Stück. Stimmt. Ja. Also ich musste das noch nie machen. Fragt in der Diamond Painting Gruppe, wo ihr die kaufen könnt. Ich weiß es gerade nicht. Und manche sagen dann so, ja, ich mache mir die Mühe hier gar nicht, dieses Inventar zu machen. Zur Not, wenn irgendwas fehlt. Es kommt auch tatsächlich nicht so oft vor. Also mir ist bisher noch nicht vorgekommen. Dann kaufe ich mir die halt einfach irgendwo einzeln nach. Man kann die auch auf AliExpress einzeln nachkaufen. Weil ich glaube so, wenn ihr das in einem halben Jahr anfangt und dann dem Händler sagt, oh, mir fehlen Steine, dann sagen viele schon, naja, bisschen spät. Ich meine, es ist wirklich nicht die Welt, aber ich muss sagen, ich mag das Bild anzugucken, wie das aussieht. Und ich mag auch diese Vorbereitung total gerne, deswegen mache ich das. Ein anderer Vorteil, den ich finde, ist, dass man eben den Zustand der Leinwand sieht. Und also ich lagere die Leinwände komplett flach. Und das finde ich für mich sehr geschickt, weil die Leinwände tatsächlich flach werden, einfach dadurch, dass sie nicht gerollt in diesen Originalverpackungen noch länger rumliegen. Weil es tatsächlich so ist, dass durch Temperaturunterschiede der Klebstoff, diese Klebefolie im gerollten Zustand einfach sich ausweitet und zusammenzieht. Und dadurch könnt ihr halt auch im Nachhinein noch Blasen in die Leinwand bekommen. Ist ja richtig blöd zu lesen hier. 500. Deshalb, ich habe tatsächlich, ich lagere die auf dem Schrank ganz oben einfach und habe so ein großes Stück Pappe, was ich mal von dem Schrank, den ich geliefert habe oder bekommen habe, aufgehoben habe. Ihr könnt auch Pappstücke einfach von
irgendwelchen Kartons aneinander kleben mit Tesa und dass ihr einfach so einen flachen Karton habt. Und ich habe mir dann da so eine Mappe draus gebastelt und klappt die zu. Und dann sind da die ganzen Leinwände schön übereinander drin und die liegen sich wirklich schön aus. Also wenn ich die aus meiner Aufbewahrung da raushole, na super. Keine Beschriftung. Top. Jetzt bin ich gerade ganz froh, dass ich das vorhin ausgezählt habe, aber das hilft mir auch nichts. Ich sehe nämlich in meiner Liste, doch hier unten, das L und das passt auch von der... Also ich habe jetzt hier gerade gesucht, welche Zweiertüte mir fehlt und das ist nur diese eine Farbe und das ist L. Und das ist die Nummer 3756. Ich brauche einen Stift, bin gleich wieder da. Okay, wieder da mit meinem Edding. Ich schreibe jetzt hier... Na, wo war ich hier? 3, 7, 5, 6. 3, 7, 5, 6. Okay, Unheil abgewendet. Alles wird gut. Ja, also die Aufbewahrung, also die Steinchen hier, das ist alles ziemlich chaotisch. Okay. Weiter geht's. Also, achso, ja, also die Leinwände liegen sich aus, wenn man die auf so einem Schrank verstaut. Kann ich nur sehr empfehlen. Das ist die Pakete auszupacken und nicht nicht einfach massenhaft verpackt zu stapeln. So habe ich übrigens auch alle angefangen. Also ich habe eigentlich alle Bilder, die ich bekommen habe, inzwischen angefangen. Weil nachdem das mit Huacan... Oh Moment. 645 braucht 10. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Dann mache ich auch gleich 6 für 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sehr gut. Ich mache jetzt einfach Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns gleich und dann kann ich auch wieder klar denken. So, und los kann's mit dem Painten gehen. Ich habe hier so ein Metalllineal und hier mal, also die sind automatisch ja in der Mitte geteilt schon gewesen. Manchmal schnippel ich mir hier einfach auch mit einer Schere einfach so nochmal, da wo ich gerade painte, nochmal eine kleinere Sektion. Aber ich möchte jetzt tatsächlich hier diese Sektion painten. Jetzt nicht alles auf Video, aber zumindest mal den Anfang. Und dann kann ich euch am Ende sagen, wenn ich diesen Teil hier fertig habe, wie mir das so gefällt von der Qualität bisher. Und ich mache jetzt wieder den Rand weg. Ich habe jetzt nämlich aufgehört, den Rand abzukleben und nehme einfach ein Lineal und mein Cuttermesser. Wenn euch das zu gruselig ist, könnt ihr auch so eine scharfe Huacan, diese schwarzen Pinzetten nehmen und da drüber fahren. Das sollte auch den Klebstoff lösen, aber ich mache das jetzt so ganz ohne Druck, ganz vorsichtig mit dem Cuttermesser. Und dann kann man die Folie, diesen überstehenden Rand einfach abziehen.
und muss da gar nicht groß Zeug irgendwie draufkleben, weil ich meine, wozu sollte man diesen Klebestreifen noch gebrauchen? Wenn man das später rahmen will oder so, kann man da immer noch irgendwie, wenn man da so ein Passepartout drauf machen will oder so, dann kann man das später immer noch wieder mit doppelseitigem Klebeband aufkleben oder auflegen, wenn man das, muss man ja auch nicht unbedingt kleben. So. Diesen Tipp habe ich von dem Kanal Rambling Rose and Diamond Painting. Das ist eine ganz bezaubernde Frau, die diesen Kanal macht. Falls ihr gerne viele Stories hört nebenher und jemanden dabei habt gerne, der mit euch paintet, und das ist eben auch ein englischer Kanal, aber falls das euer Ding ist, schaut mal auf ihren Kanal. Die hat in die Diamond Painting Welt diese Idee gebracht und es ist so einfach, aber irgendwie ist da niemand drauf gekommen und alle haben immer da, wer weiß was, für Washi-Tapes und Klebeband und so auf die Kleberänder draufgeklebt. Dabei kann man das einfach abmachen, Mensch. Manche Sachen sind einfach zu einfach. So. Ich gucke jetzt auf meiner Legende. Das Blau ist die 939, wie bei Huaken. Ich habe Angst. Dann ist es bei diesen Läden, kann man ja nie sicher sein. Das ist meine Tray-Sammlung. Ich hole jetzt mal mein Lieblingstray. Das ist das hier. Bei diesen Händlern kann man nicht immer sicher sein, ob das nicht doch einfach nur Wiederverkäufer sind von Huaken-Bildern. Ich muss jetzt auch sagen, ich kenne mich jetzt mit diesen Kartons nicht so aus, aber ich glaube, bei Huaken steht Huaken drauf, oder? Bei Huaken hat so einen pinken Karton. Das ist kein Huaken-Karton, oder? Das ist doch ein Huaken-Bild. Mal gucken. Ach ja, übrigens. Das ist mein Diamond Painting Pen. Ich habe mir auf eBay von Schneider einen Kuli gekauft, so heißt der. Der hat irgendwie, das hat mit Versand irgendwie 3 € gekostet, aber ich sitze hier fest, ich komme jetzt nicht so schnell in den Schreibwarenladen. Und ich mache bald ein Tool-Video, da zeige ich euch, wie das geht. Ich habe die Mine rausgemacht und dann eine Diamond-Painting-Mine abgeschnippelt und da vorne reingesteckt und den Rest mit Papier aufgefüllt. Und das ist jetzt mein Diamond Painting Pen und ich finde es ganz großartig, weil der sehr bequem ist. So, wir haben das Zeug reingeschüttet. Schütteln. Und los geht's. Und eigentlich könnte ich jetzt auch mal hier so. Ich brauche halt einen Autofokus gerade nicht, ne? Der darf ruhig da bleiben, wo er ist gerade. Ich lege mal hier mein Lineal an. Das ist ein schöner Tipp, wenn man eine gerade Kante haben möchte. Oh, bitte Steine, passt auf die Leinwand. Das hier, da, bei diesem Bild wäre ich wirklich traurig, wenn es nicht passen würde. Deshalb nehme ich jetzt auch meinen Multiplacer gerade nicht, sondern setze die einzeln, damit ich da auf gar keinen Fall irgendwelche Lücken habe. Bei dem Huaken-Bild habe ich das ja auch erst so nach so 30 Steinen oder so gemerkt, dass da was nicht passt. Genau, und das ist auch der Grund, das wollte ich vorhin sagen, als ich noch, bevor ich ausgemacht habe. So, das kann man jetzt schon wieder wegnehmen, das kann man jetzt hier dran legen. Das ist der Grund, warum ich jetzt alle Diamond Paintings, die ich bekomme,
sofort anfange. Weil das ist nicht schlimm, wenn die angefangen sind. Ich lagere die ja eh flach in meinem Regal. Aber wenn ich mir jetzt ausmale, ich hätte diesen Huracan-Reinfall. Jetzt irgendwie ein Jahr im Schrank liegen gehabt, ohne ihn anzufangen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Erstattung. So, und los kann's mit dem Painten gehen. Ich habe hier so ein Metalllineal und hier mal, also die sind automatisch ja in der Mitte geteilt schon gewesen. Manchmal schnippel ich mir hier einfach auch mit einer Schere einfach so nochmal, da wo ich gerade painte, nochmal eine kleinere Sektion. Aber ich möchte jetzt tatsächlich hier diese Sektion painten. Jetzt nicht alles auf Video, aber zumindest mal den Anfang. Und dann kann ich euch am Ende sagen, wenn ich diesen Teil hier fertig habe, wie mir das so gefällt von der Qualität bisher. Und ich mache jetzt wieder den Rand weg. Ich habe jetzt nämlich aufgehört, den Rand abzukleben und nehme einfach ein Lineal und mein Cuttermesser. Wenn euch das zu gruselig ist, könnt ihr auch so eine scharfe Huracan, diese schwarzen Pinzetten nehmen und da drüber fahren. Das sollte auch den Klebstoff lösen, aber ich mache das jetzt so ganz ohne Druck, ganz vorsichtig mit dem Cuttermesser. Und dann kann man die Folie, diesen überstehenden Rand einfach abziehen. Und muss da gar nicht groß Zeug irgendwie draufkleben, weil ich meine, wozu sollte man diesen Klebestreifen noch gebrauchen? Wenn man das später rahmen will oder so, kann man da immer noch irgendwie, wenn man da so ein Passepartout drauf machen will oder so, dann kann man das später immer noch wieder mit doppelseitigem Klebeband aufkleben oder auflegen, wenn man das, muss man ja auch nicht unbedingt kleben. Diesen Tipp habe ich von dem Kanal Rambling Rose and Diamond Painting. Das ist eine ganz bezaubernde Frau, die diesen Kanal macht. Falls ihr gerne viele Stories hört nebenher und jemanden dabei habt gerne, der mit euch paintet, und das ist eben auch ein englischer Kanal, aber falls das euer Ding ist, schaut mal auf ihren Kanal. Die hat in die Diamond Painting Welt diese Idee gebracht und es ist so einfach, aber irgendwie ist da niemand drauf gekommen und alle haben immer da, wer weiß was, für Washi-Tapes und Klebeband und so auf die Kleberänder draufgeklebt. Dabei kann man das einfach abmachen, Mensch. Manche Sachen sind einfach zu einfach. So. Ich gucke jetzt auf meiner Legende. Das Blau ist die 939, wie bei Huracan. Ich habe Angst. Man ist bei diesen Läden, kann man ja nie sicher sein. Das ist meine Tray-Sammlung. Ich hole jetzt mal mein Lieblingstray. Das ist das hier. Bei diesen Händlern kann man nicht immer sicher sein, ob das nicht doch einfach nur Wiederverkäufer sind von Huracan-Bildern. Ich muss jetzt auch sagen, ich kenne mich jetzt mit diesen Kartons nicht so aus, aber ich glaube, bei Huracan steht Huracan drauf, oder? Bei Huracan hat es so einen pinken Karton. Das ist kein Huracan-Karton, oder? Das ist doch ein Huracan-Bild. Ach ja, übrigens, das ist mein Diamond Painting Pen. Ich habe mir auf eBay von Schneider einen Kuli gekauft. So heißt der. Der hat irgendwie, das hat mit Versand irgendwie 3 Euro gekostet. Aber ich habe jetzt, ich sitze hier fest, ich komme jetzt nicht so schnell in den Schreibwarenladen. Und ich mache bald ein Tool-Video, da zeige ich euch, wie das geht. Ich habe die Mine rausgemacht und dann
eine Diamond Painting Mine abgeschnippelt und da vorne reingesteckt und das, den Rest mit Papier aufgefüllt. Und das ist jetzt mein Diamond Painting Pen und ich finde es ganz großartig, weil der sehr bequem ist. So, wir haben das Zeug reingeschüttet. Schütteln. Und los geht's. Und eigentlich könnte ich jetzt auch mal hier so... Ich brauche halt einen Autofokus gerade nicht. Ne? Der darf ruhig da bleiben, wo er ist gerade. Ich lege mal hier mein Lineal an. Das ist ein schöner Tipp. Wenn man eine gerade Kante haben möchte. Oh, bitte Steine, passt auf die Leinwand. Das hier, da, bei diesem Bild wäre ich wirklich traurig, wenn es nicht, das nicht passen würde. Deshalb nehme ich jetzt auch meinen Multiplacer gerade nicht, sondern setze die einzeln, damit ich da auf gar keinen Fall irgendwelche Lücken habe. Bei dem Huracan-Bild habe ich das ja auch erst so nach so 30 Steinen oder so gemerkt, dass da was nicht passt. Genau, und das ist auch der Grund, das wollte ich vorhin sagen, als ich noch, bevor ich ausgemacht habe. So, das kann man jetzt schon wieder wegnehmen, das kann man jetzt hier dran legen. Das ist der Grund, warum ich jetzt alle Diamond Paintings, die ich bekomme, sofort anfange. Weil das ist nicht schlimm, wenn die angefangen sind. Ich lagere die ja eh flach in meinem Regal. Aber wenn ich mir jetzt ausmale, ich hätte diesen Huracan-Reinfall. Jetzt irgendwie ein Jahr im Schrank liegen gehabt, ohne ihn anzufangen. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Erstattung mehr bekommen und hätte nichts mehr reklamieren können. Und deswegen, man sieht, also ich finde, man sieht wirklich nicht, ob die Steine gut oder schlecht sind in den Tüten. Also ein bisschen schon, aber eben nicht, also man weiß es halt nicht. Und das war ja wohl auch ein Problem mit dem Druck von der Leinwand. Deshalb, ich fange jedes Bild an, komme was wolle. Sieht aber bisher... Also, ich will ja nichts sagen, aber hier oben ist da schon... Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, so. Ich habe jetzt ganz viele Work-in-Progress-Bilder. Ich habe euch ja noch nicht mal alle Unboxings gezeigt. Die muss ich noch bearbeiten, aber... Bei mir im Laden ist gerade total viel los. Ich entwickle gerade viele neue Ideen. Und da darf ich leider nichts drüber sagen. Und deswegen habe ich eben nicht so viel Zeit, meine Videos zu bearbeiten. Aber ich schaffe es jetzt immerhin so im Schnitt eins pro Woche. Da ist dann halt auch immer ein Stickvideo dabei. Mich würde es übrigens total interessieren, wer von euch Diamond Paintern auch die Stickvideos guckt. Oder ob ihr Kreuzsticker seid, die nebenher auch wie ich Diamond Painting machen. Oder ob ihr Diamond Painter seid und vielleicht das Sticken angefangen habt.
oder ob euch Sticken jetzt überhaupt nicht interessiert. Es sieht schon besser aus als bei dem Hurkenbild, das muss ich schon sagen. Die Hurkensteine waren ja nicht schlecht. Die Hurkensteine, ich brauche hier mal neues Wachs. Die Hurkensteine fand ich total gut. Ich nehme jetzt mal meinen Multiplacer. Wobei manche Hurricane-Farben hatten schon immer so kleine Mikro. Jetzt gerade doch, ich habe hier. Hier sieht man, hier ist ein einziger Stein. Aber warte mal, der ist vielleicht noch besser, um das zu zeigen. Für alle, die so. Autofokus funktioniert nicht. Will heute nicht. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen erkennen, dass da so mini Überstände dran sind. Und es hatte aber nicht jede Farbe bei Hurricane. Also viele waren auch wirklich einwandfrei. Und die Steine hier sind auch sehr gut. Also ich habe jetzt hier in der ganzen Schale zwei Steine gesehen, die überhaupt so einen kleinen Überstand haben. Mensch, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt. Also das Inventar ist vollständig, aber knapp kalkuliert. Also großzügig sind die nicht. Also ist halt auch sehr günstig das Bild gewesen. Das muss man dazu sagen. Ich hatte zum Beispiel, da werde ich den eventuell schreiben müssen, aber ich glaube auch, die Farbe habe ich noch. 200 Steine sind in jeder Packung. Das bedeutet, ich brauche hier 5 eigentlich. Weil die haben jetzt 4 rein, das heißt, ich habe genau 800 Steine. Das bedeutet, jeder einzelne Stein muss im perfekten Zustand sein. Oder in den Tüten sind mehr als 200 Steine. Das lasse ich jetzt aber tatsächlich mal drauf ankommen. Ja, geht super mit Multiplacer auch. So schwer hier, ich darf ja das Tray hier nicht draufkleben. Ich finde es am besten auf dem Tisch, kann man am besten so schnell wackeln. Weil wenn ich irgendwie so in der Luft mache, dann liegen die nicht so schön. Wahrscheinlich kriege ich da nicht so einen guten Speed hin. So, aber ansonsten sind alle Steine da. Zeigt nochmal kurz, wie ich das mache. Ich schüttel die, gucke, dass die alle schön in einer Reihe zusammenliegen. Und gehe dann, schieb die, weil die sind ja jetzt noch ein bisschen so hin und her in den Rillen. Schieb die so ein bisschen gegen die Rille. So seitlich. Geh drauf. Heb's hoch. Und dann schiebe ich auch
Das ist jetzt natürlich Vorführeffekt. Wenn ich euch das so zeigen muss, dann... Das habe ich jetzt gerade nicht so richtig gesehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so Lücken. Das liegt jetzt nicht so schön. Aber ich nehme dann einfach meinen Pen und schiebe das dann richtig in die Ecke. Bisschen mit Druck. Und dann mache ich jetzt mal einmal vorspulen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, war ich fleißig. Das ist jetzt so die Arbeit von 1,5 Stunden ungefähr. Und ich bin total begeistert von dem Laden. Das war Sophie Beauty Official Store. Die Steine sind wirklich, wirklich gut. Also ich hatte bisher tatsächlich gar keinen Ausschuss. Ich hatte nur einen Stein, der so hohl war, den ich rausschmeißen musste. Und ich habe echt richtig viele Farben nur in diesem kleinen Stück hier oben gehabt. Und das ist das Teil hier oben, das eigentlich so dunkle Wand irgendwie ist. Aber da sind sehr viele Farben hier drin und es hat mega Spaß gemacht und also die Steinqualität ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist auch, dass es hier ist zwar nicht so extrem wie bei Huaken, aber es ist auch sehr klein gedruckt, die Leinwand, also etwas kleiner gedruckt und daher merke ich schon, die Steine stehen schon ein bisschen unter Spannung. Aber ich habe jetzt nichts, was hier hochploppt. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Verlauf passiert. Aber in dem Fall macht es wirklich so viel Spaß, weil die Steine auch wirklich ganz hervorragend sind. Dass ich mir da auch vorstellen kann, wenn da doch mal Steine hochkommen, dass ich dieses Latexbindemittel, was so viele empfehlen, doch hier mal benutze. Das wäre es mir dann doch mal wert. Bei den anderen Bildern bisher war es so die Qualität so mittelmäßig, dass ich dachte, dass ich das nicht unbedingt machen wollte, aber hiervon bin ich wirklich begeistert. Der einzige Laden, der auch so gute Steine hatte, war bisher Naifei. Mit den Schmetterlingsbildern, falls ihr das Video gesehen habt. Und ja. Also ich mache jetzt gerade nichts mit großem Sortieren, weil ich lege das jetzt erstmal zur Seite und will andere Bilder fertig machen. Deswegen habe ich jetzt mir meine Druckverschlussbeutel, die ich bei eBay gekauft habe. Such da einfach nach Druckverschlussbeuteln eBay. Da die Frage kommt öfter mal.
Und die sind irgendwie so 7 cm groß oder so. Und dann habe ich einfach die Nummer ausgeschnitten aus diesen Tüten und da einfach mit reingesteckt. Und sobald ich das richtig mache, werde ich dann mir auch wieder hier oben die Nummer und das Symbol aufkleben. So, da wurde ich gerade von der Postabholung unterbrochen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich glaube, ich habe an sich alles gesagt. Also von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Laden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich habe schon wieder ganz viel für euch geplant. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ihr vom Sticken haltet, ob ihr das macht, ob euch das interessiert, ob euch das gar nicht interessiert. Das würde mich wirklich interessieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke, dass ihr da seid. Tschüss!